Im Pitztal hat sich ein Kinderchor eines ganz, ganz fest vorgenommen. Hilfe für Alois auf die Beine stellen. Alois ist ein 6-jähriges Kind. Es leidet seit von Geburt an einer unheilbaren und sehr, sehr schmerzhaften Hauterkrankung. Eine Krankheit, die so schwer ist, dass man sich als Außenstehender nicht vorstellen kann, wie der kleine Bub und seine Familie mit dieser Krankheit überhaupt umgehen können. Mit einer Krankheit, die so selten ist, dass es auch für die Forschung dagegen kaum Geld gibt. Seine Haut wirft immer Blasen, die nicht abheilen. Ein genetischer Defekt. Seine kleinen Füßchen sind davon besonders betroffen. Seine Blasen machen ihm ein Gehen fast unmöglich. Weit wird er nie gehen können. Er muss jetzt, ja, jetzt ist das weiteste, 3-4 Schritte, mehr schafft er nicht. Und nachher ist wieder mal 14 Tage fertig, weil einfach die Belastung so groß ist auf den Fußsohlen, dass er nachher wieder, dass er wieder Pause machen muss, bis es wieder ein bisschen geht. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, aber wir haben bis jetzt noch keine Besserung gemacht. Und man versucht mit allen Sachen, was wir einfach kennen, zu machen. Da haben wir jetzt schon 2-3 Jahre zueinander. Alois ist tapfer, sehr tapfer sogar. Er hat einen Weg gefunden, wie er sich möglichst ohne Schmerzen fortbewegen kann. Nur die Nacht, da wird es schlimm für den Kleinen. Er schläft eigentlich schlecht. Im Bett, wenn es so fein warm wird im Bett, dann fängt es schnell an zu beißen und dann fängt er an zu reiben und dann platzt die Blase auf und dann tut es ihm weh. Und da muss man halt nachher wieder anfangen zu verbinden in der Nacht oder einschmieren, wenn es ihn zu stark juckt. Ja, also er hat noch nie eine Nacht durchgeschlafen. Er wacht immer wieder auf. Trotzdem, Alois ist ein aufgeweckter Bub. Am liebsten spielt er mit seinem Bruder. Ich bin der Alois und ich bin 6 Jahre alt. Manchmal, wenn er sich gescheit kann, noch Hilfe notziehen. Die Familie Egger hadert nicht mit ihrem Schicksal. Sie leben ihren ganz normalen Familienalltag und versuchen, das Leben des Kleinen so schön als möglich zu machen. Hadern tun sie damit, dass die Entwicklung von Heilmethoden noch immer auf sich warten lässt. Hast du gut gekocht, Alois? Mhm. Wie der Alois auf die Welt gekommen ist, hat es geheißen, ja, bis in 10 Jahren findet man wahrscheinlich was. Jetzt sind 6 Jahre sind jetzt um, aber man hat eigentlich immer noch nichts gefunden. Die Forschung hat eben, steigt einfach nicht ein, weil man daraus kein Kapital machen kann aus dieser Krankheit, weil eben so wenig betroffen sind. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, dachten sich Angelika und Paul Egger. Mehr Geld für die Forschung muss her, aber wie? Geholfen hat ihnen dabei der Kinderchor der Landesmusikschule Pitztal in Wens. Nach einem Jahr harter Proben haben die Kinder vor kurzem ihre Lieder auf einer CD herausgebracht. Mit dem Erlös wollen sie ein Zeichen setzen, dass auch Menschen mit seltenen Erkrankungen geholfen werden soll. Ich bin froh, dass wir singen können und es tut mir so leid, dass der so krank ist. Wir helfen dem kleinen Jungen, weil er hat so eine schreckliche Krankheit. Mit den Blasen und mir tut er auch schrecklich leid und wir wollen ihm halt helfen. Natürlich ist diese Aktion nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin, es ist eine schöne Idee, wenn Kinder Kindern helfen. Die CD kostet 10 Euro und ist über die Musikschule Wens im Pitztal erhältlich. Ja, die Geschichte von Alois und von den Kindern, die ihm helfen wollen, die hat keinen bei uns in der Tirol-Heute-Redaktion kalt gelassen. Deshalb möchten wir ausnahmsweise was tun, was wir sonst nicht machen, nämlich Festwerbung machen für diese CD. Wenn Sie sie bestellen wollen, Sie bekommen sie bei der Landesmusikschule Pitztal in Wens oder Sie rufen bei uns an am Tirol-Heute-Telefon unter 0800 22 69 80. Heidi Faltingeuer-Link ist am Tirol-Heute-Telefon. Bis 20 Uhr nimmt sie ihre Anrufe bzw. Bestellungen entgegen.